Hallo Jungs und Mädels und willkommen zum vierten Spieltag der NPBL. Wir sind dran gegen Captain Cringe und sein Kapital Branerats. Er ist eingesprungen für Benji Zone. Momentan steht er 0-3. Aber alle, die natürlich wissen, wie gut Cringe ist, wissen, dass das nur eine Niederlage davon ist von ihm. Die zwei Niederlagen am Anfang sind von Benji Zone selber. Ich hole gerade ein paar Papier raus, weil ich merke, das habe ich noch gar nicht getan. Um alles mögliche aufschreiben zu können, natürlich, was das Team angeht. Matchup ist doof, weil er hat einen Coco. Ein Coco ist sehr scary. So, schreiben wir mal auf, was er dabei hat. Er hat Zygarde dabei, damit habe ich nicht gerechnet. Der Rest ist so von den Monstern, die ich so erwartet habe. Kein Damanitan, das freut mich, weil das ist auch doof immer, weil es halt viel Damage macht. Und mein Phoenix ist ein guter Switcher, ne? Aber der hat keine Reliable Recovery, deswegen. Coco. Dann haben wir noch Slowbro. Keifel. Und Doggo. So, kurz über mein Team zu gehen. Vortex, Heavy Duty Boots, Thundurus, wie fast immer. Bulky. Offensive Dusting, Choice Bandit Dusting, Call Mind Lucario, dann physisch defensives Dusting und Mixed Defensives, mehr Spezialdefensives Hanami. Das ist mein Switching für Coco. Gut, da ich kein mein Guard schon gebracht habe, weil das ist mein einziger Ground-Type und natürlich das nicht so tut gegen Coco, weil ja, Feenstab. Wird Coco ein großer Threat für mein Team sein. Ich lead auch direkt mal mit Hanami, weil ich erwarte eigentlich Coco Lead. Ich habe keinen Ground-Type dabei. Coco ist sehr scary gegen mein Team. Deswegen versuche ich das direkt mal zu catchen. Gegen fast alles andere finde ich auch okay. Gegen den Doggo bin ich halt gut, gegen Slowbro bin ich gut. Also ist eigentlich prinzipiell eine gute Liga gegen fast alles. Im Zweifel kann ich immer noch raus-U-Turn oder einfach mal Knockoff drücken gegen irgendwas. Aber prinzipiell ist das schon mal keine schlechte Lead. Ich bin auch ein bisschen offensiv mit Serena, also ich bin Adamant Nature, weil ich hatte auch Angst vor dem Bulky-Coco potenziell mit Roost, mit Max HP als Check für mein Thundurus. Und ich will auf jeden Fall in der Lage sein, das zu hit. Einbrecher, da ist Coco. Also Lead haben wir schon mal geschafft. Das freut mich. Und ich hau hier einfach mal einen Knockoff raus, würde ich sagen. Ne? Knockoff ist eigentlich ganz gut gegen alles. Selbst wenn er hier, also egal was er hier prediktet, Knockoff nehmen wir immer gerne gegen irgendwas. Ich erwarte nicht, dass er unbedingt jetzt hier drin bleibt. Weil, guck mal, er könnte halt physisch sein, das ist das Problem. Wie gesagt, Coco ist halt ein Riesenproblem für mein Team. Er hat eine Menge, je nachdem, was ins Set bringt, muss ich damit anders umgehen. Ich erwarte nicht unbedingt physisch, weil physisch nicht mehr so gut gegen Garchomp wäre, weil da fehlt natürlich der Ding-Stab. Ich habe jetzt einmal Serena ausgeholt. Ich will hier natürlich auf der einen Seite Coco haben. Wenn jetzt hier Coco, ich kann auch für Power-Up gehen. Ich gehe für Knockoff. Ich wollte für Knockoff gehen. Wenn jetzt hier Bandit Brave Bird raus oder so ein Blödsinn. Okay, Hard switcht sich aus. Vielleicht hat Angst vor Rocky Helmet. Das könnte sein, deswegen ich U-Turn will. Aber ich gehe einfach für Knockoff, was ganz gut ist, um natürlich erstmal das Mandibus Item loszuwerden, was auch immer das jetzt ist. Sehen wir jetzt hier, das war ein Boots. Okay, Boots und so an. Ist eigentlich halt so wild, weil ich habe keine. Ich habe keinen Ersatz dabei. Weder Miltank noch Garchomp sind dabei. Deswegen habe ich eh keinen Ersatz. Aber okay, Kalkmann hat mal gegen Damage. Ist das Physdef oder ist das mehr Spedef, Mandibus? So, Knockoff. Das sind so 10% rum. Sieht mehr nach Physdef, Mandibus aus. Oh, aber muss nicht unbedingt. Also, die Standard-Set ist hier Mixed Defense. Ich U-Turn natürlich hier raus. Mandibus ist schnell, sollte schneller sein als ich. Genau, das heißt, ich habe einen Slow U-Turn. U-Turn sollte nicht so viel Damage machen, weil Mandibus ist halt einfach nicht so strong. Und ich kriege hier jetzt mein Momentum. Was einen natürlich freut. So, können wir auch schon mal schreiben, Mandibus hat U-Turn. Egal, wie ich hier reinswitchen will, ich krieg Momentum daraus. Selbst wenn er für. Schauen wir gerade mal. Jo, Bravefoot hätte potenziell guten Damage machen können. Aber erwarte ich nicht, dass er so früh dafür geht. So, er geht hier in seinen Schwoini. Das heißt, ich kann jetzt auch mal einen U-Turn drücken. Und schauen, was ich da rein switchen will. Wahrscheinlich mein Fini. Aber gucken wir mal, was ich so im Team dabei habe. Können auch in dich gehen, aber Bandit Doom macht auch noch nicht so viel Damage. Noch nicht. Machst auch ganz guten Damage. Ich könnte auch so ein Bandit Ironhead raushauen. Oder. Na, ich glaube, ich gehe erstmal in Fini. Bin erstmal safe. Geh in Fini, hau einfach mal einen Scald raus. Wenn er sowas in Bronzong gehen will, dann kann ein Scald da ganz guten Damage machen. Und gegen Bronzong und Mandibus kann ich auch potenziell die Bronze natürlich kriegen. Mandibus erwarte ich jetzt nicht unbedingt als Switchen. Deswegen. Machen wir das mal so. Und wir drücken hier den Scald. Wenn er für Rocks gehen will, ist es okay. Der kann danach immer noch für Defog gehen. Dann kriege ich guten Damage auf seinen Keifel. Das nehmen wir mit. Und an sich ist halt Scald wieder. Der könnte jetzt in Dings pivoten, in sein Slowbro versuchen zu pivoten. Fireblast. Er geht in sein Slowbro. Okay. Den kann man natürlich nicht burnen. Er könnte jetzt versuchen zu. Was könnte jetzt hier versuchen zu machen? Sehen wir jetzt ein Item sehen? Wir sehen kein Item. Das war auch relativ wenig Damage. Ist das ein AV Slowbro? Ist das ein AV Slowbro? Fini gegen Slowbro.
Slowbro. Scald sollte so um die 12 bisher ziemlich wenig Damage gemacht tatsächlich. Der könnte AV sein, der Boy. Für was brauche ich das Ding hier noch? Finde ich so viel unbedingt. Ich würde einfach mal einen Safe Moonblast raushauen. Kann potenziell einen Special Attack Drop kriegen. Er kann Teleporty drücken oder sowas, wenn er will. Aber ich will ein bisschen mehr Damage scouten. Reden wir hier von. Ja, das ist AV. Das ist ein AV, Bro. Das ist AV, Bro. Und er hat Future Sight. Natürlich kein Dark Type dabei. So, das ist jetzt Turn 1 für Future Sight. Und zwei Turns wird er hitten. So, wenn er jetzt erwartet, dass ich hier mehr einfach für Moonblast gehe, dann wird er in seinem Bronzong switchen. Deswegen gehe ich einfach mal jetzt wieder für den Scald. Ich erwarte, dass er halt hart raus will. Wenn er AV ist, dann kann er logischerweise nicht teleporten. Ja, könnte auch Spedef natürlich sein mit irgendeinem komischen Item, aber das erwarte ich jetzt hier nicht. Ich erwarte, momentan ist mehr AV, aber wenn er jetzt für Teleport geht, natürlich, dann ist er kein AV mehr. Weil ein Moonblast sollte eigentlich um die 30% machen. Er bleibt drin, okay. Er bleibt drin. Geht er für den Teleport jetzt hier? Scald. Hat auch einen Scald raus, sollte keinen Damage machen eigentlich. Jo. Future Sight wird natürlich ein bisschen Damage machen, gebe ich. Aber wie gesagt, Fini Healthy zu halten ist nicht mehr so wichtig gegen das Team, hauptsächlich für der Manitin da. So, Turn 1, das heißt, jetzt kommt der Future Sight, der mich hitten wird. Da ist jetzt die Frage. Ja, ich habe nicht gutes. Ich könnte meinen Dings gehen switchen, aber da will ich jetzt nicht rein switchen. Er scheint determined sein drin zu bleiben. Ich könnte auch nochmal für Scald gehen. Oder jetzt den Moonblast raushauen. Ich glaube, ich hau diesmal Moonblast raus. Diesmal hau ich Moonblast raus. Auch wenn er jetzt vielleicht rauswitchen will. Nein, er bleibt drin. Können wir vielleicht einen Special Attack Drop? Ne, tun wir nicht. Da ist noch ein Scald. Wie gesagt, kann mich nicht burnen. Sollte nicht so viel Damage machen. Jetzt kommt die Future Sight. Schauen wir, wie viel Damage das macht. Von 260 runter auf 112. Das waren dann 148 Damage. Dann kalken wir gerade mal Future Sight. Das ist auf jeden Fall auch Special Attack invested. Das ist auf jeden Fall auch Special Attack invested. So. Dann. Ich will drin bleiben, ein bisschen Leftovers kriegen und so weiter. Ich gehe einfach weiter für Moonblast tatsächlich. Ich bleibe einfach weiter für Moonblast. Weil Slowbro loszuwerden, wenn es AV ist, ist super nice für meinen Lucario. Weil, wenn er AV ist, dann ist natürlich Special Lucario nicht so gut in dem Ding KO'en. Und dann brauche ich den Chip auf dem Ding. Ich bin ja bereit, meinen Fini gegen seinen Slowbro zu tauschen. Potenziell. So, mit Moonblast kriegen wir einen Special Attack Drop. Ne, immer noch nicht. Psyshock sollte sogar. Ja, nicht unbedingt. Also, Scald war natürlich resistet. Macht natürlich ganz guten Damage. Dann kriegen die Leftovers. Und jo, ich bin hier bereit, nochmal für den Moonblast zu gehen. Jo. Wie gesagt, ich bin bereit, mein Fini gegen Slowbro zu tauschen. Er könnte jetzt hier einfach rausswitchen natürlich. Wäre ein safer Play für ihn. Aber ich bin bereit, mein Fini gegen seinen Slowbro zu tauschen. Zumindest für eine Menge Damage auf Slowbro, um einfach den Job von Lucario deutlich einfacher zu machen. Weil wenn er jetzt AV ist, gehen wir den Karten Assault erstmal mit Max HP einfach nur, weil er hat auf jeden Fall ein bisschen Special Attack Investment gegen Lucario. Dann würde ich mit einem Plus One Shadow Ball ungefähr die Hälfte machen. Das heißt, mit Shadow Ball sollte ich in der Lage sein, da umzugehen. Und er geht in sein Coco, was okay ist, dann kriegt das jetzt einen Moonblast ab, was ganz guten Damage machen sollte. Er ist halt hart rausgeswitcht, was mir ein bisschen Sorgen macht, dass er, wie gesagt, vielleicht, dass er vielleicht Choice auch ist, ich weiß nicht. Aber Moonblast, guck mal, wie viel Damage das macht. Das ist ein Crit? Ne, ist einfach nur normaler Damage. Das ist einfach nur guter Fini-Damage gegen Coco. Nehmen wir mit. Ja, das ist immer ein bisschen bulky. Ein bisschen bulky ist er. Er muss jetzt natürlich nicht für irgendwas gehen. Er kann auch einfach für einen. So, den war eigentlich für Katana da. Dann switche ich aber trotzdem erstmal da rein, weil ich erwarte eigentlich er könnte für Electro-Move gehen, er könnte für U-Turn gehen. Ich will mal scouten, für was er hier gehen will. Er könnte auch für Brave Bird gehen jetzt hier, weil er Angst vor Dings hat. Ich würde einfach mal einen Incineroar switchen. Und ein bisschen scouten, was das genau für ein Coco ist. Thunderbolt, wenn er nur Timid irgendwas ist, es sollte mich nicht two-hitten. Wenn er halt für Dazzling Gleam oder U-Turn geht, macht es natürlich noch weniger. Oder Brave Bird oder was auch immer. Ich habe sehr wenig Informationen über das Coco momentan. Aber wenn er mich killen will, muss er halt für einen guten Move gehen. Also U-Turn reicht ja nicht, um meinen Fini zu killen. Sag ich mal. Das meine ich halt mit einem guten Move. Deswegen muss er halt für Thunderbolt oder so ein Blödsinn gehen. Oder wie gesagt, er könnte halt physisch sein und jetzt für Brave Bird raushauen. Deswegen wollte ich erstmal in dich gehen zum Scouten. Oh ne, er geht direkt für Thunderbolt. Dann schauen wir direkt mal, was für ein Damage wir hier sehen. Das macht weniger als die Hälfte. Das sind gute Neuigkeiten für uns. Das heißt, er ist auf jeden Fall nicht voll offensiv. Er hat natürlich T-Boot. Das war jetzt keine große Überraschung. So, was wollen wir jetzt machen?
Wollen wir einfach ein Toxic raushauen? Wollen wir einfach ein Toxic raushauen? Ja, wir wollen einfach ein Toxic raushauen. Er hat den Roost, okay. Dann kriegen wir jetzt ein Toxic da drauf. Also er ist mehr ein Bulky Coco. Okay, das habe ich vom Damage schon ein bisschen geschätzt. Und wie gesagt, von der Prep her habe ich das auch erwartet. Den kriegt er jetzt ein Toxic drauf. So, Double Toxic wäre natürlich eine Option, was wir machen könnten. Aber ich kann auch einfach für einen Flare Blitz hier gehen, weil Flare Blitz sollten immer noch eine Menge Damage machen und Flare Blitz hat unbedingt, nicht unbedingt einen guten Switch hin rein. Deswegen gehen wir auch dafür. Er geht nochmal für Thunderbolt. Wird jetzt mich nicht killen, logischerweise. Aber mit Flare Blitz Recall könnte ich jetzt tot sein, das ist das Problem. Aber trotzdem ist damit Coco super low, was freut uns zu sehen. Und wir sind tot am Recoil leider. Gut. Der geht nochmal ein bisschen Toxic Damage. So, die Frage ist, könnte jetzt in... Ich will halt in nichts gehen, was jetzt irgendwie noch groß zu viel Damage tankt. Ich würde in dich, glaube ich, tatsächlich gehen. Weil ich habe ja nichts Schnelleres und ich will noch nicht zeigen, dass ich speziell bin mit Lucario. Aber ich könnte auch in Lucario gehen und einfach kaum eindrücken. Wäre auch ein Play gewesen. Hätte auch ein Play sein können. Gehen wir jetzt nochmal in dich. Und ich drücke einfach... Er weiß schon, dass ich nicht Scarf bin. Ich drücke einfach die Power Whip. Ja, könnte versuchen zu roosten. Ich drücke einfach die Power Whip. Weil wenn er denkt, dass ich voll defensiv bin, dann würde Power Whip ihn nicht two-hitten, falls er Max HP sein sollte. Ich drücke jetzt einfach mal die Power Whip. Und dann schauen wir, wie wir da gehen. Ich glaube, Lucario wäre ein besserer Play gewesen. Hätte ihn rauskehren können mit Vacuum Wave oder sowas. Hard Switch raus. Okay, er hat wahrscheinlich keine U-Turn einfach. Vielleicht deswegen. Geh wieder in Senfglas, was sein Mandibus ist. Ich kriege jetzt ein bisschen Damage von der Power Whip. Außer ich misse natürlich, aber das wäre jetzt nicht unglaublich viel Damage gewesen, natürlich Damage, den wir gerne nehmen. Aber vielleicht hilft es uns auch im Long Run, weil er jetzt halt kann nicht so gut kalken, dass wir halt ein bisschen Attack Investment haben. Die Power hätte halt so um die 15% gemacht. Plus minus. So, er kann jetzt wieder für U-Turn gehen, er kann für alles mögliche gehen. Ich glaube, ich switch einfach mal da rein, weil wenn er jetzt könnte er auch für Brave Bird gehen, weil er sich halt Sorgen macht, dass ich wieder für eine Slow U-Turn gehen will oder sowas. Deswegen switch ich mal in meinen Thunderous hier. Und da sehen wir die U-Turn, nein, ihr seht Foulplay, okay. Ich meine, wir haben leider einen ganz guten Attack, deswegen macht das ganz guten Damage hier. Würde uns nicht two-hitten, wie es aussieht. Aber Thunderbolt ist natürlich scary, ich kann nur für Focus Blast gehen, um Keifel zu predikten. Wie viel mache ich? Ich glaube, ich gehe safe für die U-Turn erstmal. Weil er könnte auch drin bleiben, versuchen, funky zu sein. Und wenn ich für Focus Blast gehe und ich gehe nur für Foulplay, dann bin ich halt super low. Und oh, er bleibt drin. Also geht er nochmal für Foulplay. Das ist gut zu wissen. Geht er nochmal für Foulplay. Das heißt für uns, wir switchen am besten jetzt in dich. Und ich drücke meine Core Mind. Weil dann hat er wahrscheinlich Angst davor, dass ich Dings bin. Dass ich physisch bin, weil ich habe Justified auf den Ding, um ihm ein bisschen Angst zu machen. Um ihn einfach ein bisschen Angst zu machen. So, und wir drücken jetzt unsere Core Mind. Gut, was zeigt er uns jetzt? Was zeigt er uns jetzt, die Frage? Zeigt er uns, geht er für U-Turn oder... Ja, geht er für U-Turn. Wahrscheinlich ein Slowbro dann. Aber Slowbro ist halt super low. Und selbst ein Fire Blast, was er ja in All Caps in seinem Ding hat, sollte uns ja nicht killen, weil wir den Core Mind Boost haben. Gegen Slowbro. Sehen wir hier. Ne, er geht in Doggo, okay. Doggo überlebt wahrscheinlich eine Vacuum Wave, sonst wird er da nicht reingehen. Schauen wir mal. Zygarde. Vacuum Wave plus 1. Oh, das geht ein normales Zygarde. Ich will Zygarde 10% haben. So, Zygarde 10% würde so um die 50 machen. Ja, das reicht natürlich noch nicht. Das heißt, er muss jetzt eigentlich für Found Errors gehen, das heißt, wir gehen wieder in unser Hanami. Und gehen von da. Switchen wieder raus. Können Hanami gehen. Weil eigentlich kein Business hier für irgendwas anderes als Thousand Arrows zu gehen. Oder können wir ein bisschen Damage kalken mal. Er macht hier von 284, gehen wir runter. Das sind 114 Damage. Das ist eine Menge. Ich glaube, das ist Bandit. Ist das Bandit? Thousand Arrows? 114? Warte mal, nee. Das war sogar. Hab ich mich verkalkt? Das war 104. Kann doch Element sein, um fair zu sein. Kann doch Element sein. Jo, das sieht nach. Wenn er Element Choice Band ist, war das ein Max Roll. Also, der ist auf jeden Fall Bandit, das wissen wir schon. Also, ich habe mich gerade krass verrechnet.
Arrows. So. Und ich kann später auch nochmal wissen, ich gehe für die Safe U-Turn. Wenn er drin bleibt, bringe ich das langsam in Range für Dings. Für Watchmajigger, für Shadow, nee, für Vacuum Wave von Lucario. Und wenn er raus switcht, dann kriege ich Momentum. So, gehen wir wieder raus. Wieder in unser Thunderous. Thunderous kann ich mal hoffentlich rausscaren. So, letztes Mal sind wir für U-Turn gegangen, SFV Play gegangen. Müssen wir mal überlegen. Müssen wir mal überlegen, wie wir jetzt damit umgehen. Gehe ich jetzt hart für den Focus Blast? Würde ein Focus Blast das Ding 2 hitten, die Frage. Würde ein Focus Blast dieses Ding 2 hitten? Mandibuzz. Wenn jetzt mal Standard Set ist. Nee, würde es nicht. Ich gehe, glaube ich, trotzdem nochmal für die U-Turn. Okay, diesmal Hard Switch daraus. Okay, diesmal war es gut, nochmal für die U-Turn zu gehen. So, ist die Frage, ist mein Finny healthy genug, um einen Ice Shot von dem Ding zu überleben? Piloswine. Ice Shot gegen Finny würde, wenn er Max Attack Element ist, 24 machen und das Leben wäre easy. Würde aber ein Scald ihn killen, ist die Frage. Scald gegen Piloswine würde ihn leider nicht killen, wie es aussieht. Wie sieht es mit meinem Bandit Dings aus? Meinem Bandit Escavalier. Würde mit Iron Head ihn easy ausnocken, deswegen gehen wir mal einen Escavalier jetzt. No. Und drücken einfach Bandit Iron Head, weil der einzige gute Switch, der er hat, ist Slowbro. Ich könnte auch Bandit Megahorn drücken. Ja, ich könnte auch Bandit Megahorn gar Zero Switch-Ins. Ich drücke den Megahorn. Sollte eine Menge Damage machen. Wenn das nur Max HP ist, wenn er wahrscheinlich Speed Death ist, dann hat es eine Chance, ihn auch zu killen von hier. Das macht Naut der Kalk 66 bis 78% und 75er Roll sieht so aus, als würde es ihn killen. Und ja, uns kann er nicht killen. Earthquake würde, wenn er tatsächlich offensiv ist, um die 50% machen. Geht Switch raus in sein Senfglas. Okay, das sollte auf jeden Fall eine Menge Damage davon kriegen, wenn wir hitten sollten natürlich. Wir hitten. Da kommt die Bandit Megahorn und Mandibuzz ist down. Nice. Erstes Mon schon mal down. Jetzt geht er wieder ein Einbrecher, was sein Coco ist. Ich will jetzt hier roosten. Er will hier roosten, right? Er will seinen Coco wieder ein bisschen healthy haben. Wie viel machen wir mit Megahorn gegen das Ding? Wenn er Max HP ist, machen wir mit Toxic mehr als 50%? Ja, machen wir easy. Deswegen gehen wir einfach nochmal für Megahorn. Thunderbolt sollte um die 50 machen. Ja, er will einfach Damage auf uns haben. Wie gesagt, ich will nicht erlauben, dass er roostet. Deswegen gehen wir auch in Megahorn. Wenn wir missen sollten, sollte Toxic ihn killen. Hoffe ich zumindest, weil wenn ich das richtig doofer miss. Okay, ja. Das war ein richtig doofer Miss jetzt. Das war jetzt ein richtig doofer Miss natürlich. Das war jetzt ein richtig Kack-Miss natürlich. Jo. Das war jetzt ein richtiger Kack-Miss. Weil jetzt werden wir super low werden. Ich muss für Megahorn nochmal gehen. Okay, der Miss tut weh. Wie gesagt, der Miss am Anfang mit Power Whip gegen Mandibuzz, der ist so. Was soll's, ne? Passiert. Aber der Mist, der tut weh natürlich sehr. Der tut natürlich sehr weh, weil jetzt haben wir nochmal 50% auf unserem Escavalier verloren, obwohl wir, ja, ohne Grund. Weil jetzt sind wir natürlich in Range von allem. Vorher, wären wir nicht in Range von allem gewesen. Er muss jetzt fast schon in Doggo gehen, weil wir sind schneller als alles andere. In der Theorie, Kaife kann schneller sein als wir, wenn er genug Speed hat, aber wir sollten schneller als Slowbro und Bronzong sein. Und jo, deswegen muss er eigentlich jetzt in Doggo gehen, aber in Doggo hat jetzt natürlich die Aufwahl, kann er jetzt frei, ne, kann Outrage drücken, er kann 1000 Arrows drücken, er kann Extreme Speed drücken, er hat eine Menge Sachen, die er drücken kann, um uns zu killen. Ich will das Ding natürlich aufheben. Frage ist, sacken wir jetzt einfach Finny? Ich glaube, wir sacken einfach Finny hier und schauen, was er sich hier lockt. Wenn er natürlich für Outrage gehen sollte, dann ist natürlich ein sehr nicer Play, aber wie gesagt, wir sacken jetzt einfach Finny und schauen, was er hier genau reingehen will, sich reinlocken will. Und er lockt sich in. Weil ich will nicht in mein. Weil ich wollte nicht in mein Dings gehen, in mein Serena. Und dann drückt er einfach Outrage oder sowas und tweet mich. Und dann sweept er nachher mit dem Ding. Deswegen wollte ich nicht hart in Serena gehen. Deswegen machen wir das jetzt. Gehen wir hart in Serena. Und drücken einfach Power Whip. Weil da hat er nicht so. Wir können auch Knockoff drücken, um fair zu sein. Aber wollen wir Knockoff drücken? Ich will auf jeden Fall nicht U-Turn drücken, weil ich will die Recovery haben. Ich will die Leftovers-Turn haben.
Ich glaube, ich drücke einfach die Power Whip. Drücken einfach die Power Whip. Da wird einfach die Power Whip gedrückt. Weil Serena brauche ich auf jeden Fall, um dafür zu sorgen, dass Doggo nicht sweept. Deswegen brauche ich auf jeden Fall Serena. Gegen alles andere kann ich halt U-Turn. Deswegen fühle ich mich da die Power Whip schon mal ganz safe eigentlich. Bronson kann noch gar nicht raus. Also wenn das jetzt ist, irgendwie könnte nachher sein, dass es auf einmal Trick Room ist. Das könnte eine Option sein. Das Matchup Man, das ist dann wahrscheinlich sein Bronson, weil das kam noch gar nicht. Jo, da ist die Power Whip. Macht halt sehr wenig Damage. Oh, das macht natürlich guten Damage. Das ist ein Crit. Das war kein Crit. Das war kein Crit und macht so viel Damage. Das war kein Crit und macht so viel Damage gegen Bronson. Ist der Special Defensive dann? Jo, der muss Special Defensive sein, weil sonst wird das niemand so viel Damage machen. Ja, wie gesagt, wir gehen für die U-Turn. Ich will jetzt nicht, also, dass er für irgendwas Überraschendes geht, mir auf einmal eine Menge Damage macht, weil wir brauchen die Health auf dem Ding. Ihr könnt jetzt hier für Explosion gehen, ihr könnt für Trick Room gehen, ihr könnt für Rocks versuchen zu gehen. Eine Menge Sachen, die ihr versuchen kann hier zu tun. Von den Sachen ist, glaube ich, mein der hier am besten. Kann ich einfach, den brauche ich nicht mehr unbedingt. Wenn ich in dich gehe, ja, ich glaube, ich gehe in dich. Ich catche den Steel Move, ich catche den Ground Move. Wenn er für Rocks geht, ist das auch okay. Iron Defense, okay. Iron Defense, oh, ist ja so ein Body Press Set. Ein Body Press Set, okay. Ist die Frage. Resten kann er ja gegen mich, das heißt, ich muss hier auf jeden Fall Thunderbolt drücken. Dann gucken wir mal, was der Damage hier sagt. Thunderbolt sollte ihn two-hitten von ihr, selbst wenn er Max Bedef ist. Mal sehen, aber dann muss ich halt Thunderbolt hier drücken, weil wenn ich ihm eine Rest gebe, weil Resten kann er leider, weil Bronson schwebt ja. Deswegen ist er von dem Terrain nicht betroffen. Deswegen kann er Resten gegen mich. Wenn er Levitate hat natürlich, wissen wir jetzt noch nicht, wer zu sein, aber es ist halt sehr wahrscheinlich. Es ist halt sehr wahrscheinlich, dass er Levitate hat. So, weil das erwarte ich immer, wenn er vor allem Defense geht, erwarte ich eigentlich, dass er wahrscheinlich Body Press und Rest ist, weil sonst ist es irgendwie, er hat keine Leftovers, er könnte Rest to Chest zu sein oder sowas, um vielleicht Knockoff besser zu tanken von irgendwas. Jo, das Bronson kann scary sein, das kann scary werden. Das könnte super scary noch jetzt werden, abhängig davon, wie der mich das hier macht. Geht er für die Rest direkt? Ne, geht für Body Press, okay. Sollte uns nicht killen, genau. Jetzt die Frage, killt ein anderer, der nächste Thunderbolt sieht nicht so aus, wird er killen. Wenn er dann für Rest geht und so weiter, wie gesagt, Bronson könnte jetzt zum Ende hin gewinnen noch. Könnte jetzt zum Ende hin noch gewinnen, hängt halt davon ab, wie viel Damage wir jetzt hier machen mit den nächsten Thunderbolts weiter. Ist genug, war das ein Crit? Oder, ne, es war einfach genug. Nice, das war wichtig, das war wichtig. Das war wichtig, den so zu killen. Weil jetzt sieht Serena halt super aus gegen das Team. Jetzt sieht halt Serena super aus. Wie gesagt, Thunderbolt gegen Max Bedef Bronson würde sie 28 bis 33% machen ungefähr. Und das sah, wenn er halt wirklich Max, das sah halt aus, dass es zwei Thunderbolts ihn killen würden von der Range. Wenn er halt nicht Max Bedef ist, dann sind die Rolls dementsprechend halt höher. So, ich könnte jetzt hier das Ding noch aufheben. Ich könnte versuchen, von der Ice Shard zu gehen oder sowas. Aber ich glaube, ich kann es ja einfach safe spielen und einfach für einen Focus Blast gehen. Also safe mit Focus Blast. Also ich will nicht mit einer Ice Shard jetzt versuchen zu predicten, Serena zu gehen oder so ein Blödsinn. Ich drücke jetzt einfach den Focus Blast. Wir hitten auch, nice. Ja, der Megahorn Mist kommen sie nicht in die Quere. Und da kommt die Stealth Rock tatsächlich. Okay, interessant. Interessant, interessant, interessant. Aber das heißt, der ist jetzt auch in Flash Cannon Range von meinem Dings. Wir gehen einfach nochmal für Focus Blast. Der kann jetzt hier für Ice Shard gehen und uns killen. Nein, hitten wir? Wir hitten, nice. Vielleicht hat er keinen Ice Shard. Vielleicht kann er keinen Ice Shot. Rocks. Kaifel ist down. No, Kaifel ist out. Okay, das war gut. Hat er keinen Ice Shot gehabt? Oder er hat da wirklich hart mein Serena predicted? Das könnte halt sein, dass er da wirklich unbedingt mein Serena. Aber ja, Serena ist mir zu wichtig. Serena ist so, also jetzt vor allem, so nice gegen den Rest seines Teams, dass ich das nicht einfach wegwerfen will. Okay, der geht in Slow Bro. Will er hier Regenerator pivoten? Ich schätze, der will hier Regenerator pivoten. Deswegen gehe ich für die U-Turn. Selbst wenn er drin bleiben sollte. Naja, er will für Regenerator pivoten. Er will für Regenerator pivoten, das kann ich verstehen. Deswegen gehe ich hier für die U-Turn. Das erlauben wir ihm dann nicht. Und dann können wir in Serena gehen. Oh, das war ein Crit sogar. Die Frage ist, lebt Serena in Outrage von dem Ding? Lebt Serena in Outrage von dem Ding? Wenn er für Outrage aber gehen sollte, dann sollte die Kombi von Lucario und Dings eigentlich den
den Gang ausmachen können. Weil wenn ich einen Outrage lock, kann ich natürlich für Com 1 mit Dittatori gehen und so weiter. Schauen wir gerade mal, Doggo, Zeiger, Tempotent. Wie viel machst du einen Bandit Outrage gegen mich? Wie viel machst du mit dem Bandit Outrage gegen mich? Gegen Serena zu viel. Würde mich killen. Würde mich killen. Das heißt, ich muss ihn zwingen, nicht für Outrage zu gehen. Nicht für Outrage zu gehen, das heißt, ich gehe in mein Lucario. Und selbst wenn er mich jetzt killen sollte mit 1000 Arrows, kann ich danach in Serena gehen. Ach nee, ich brauche das Ding ja auch noch, ne? So. Ich brauche das halt. Jetzt muss er überlegen, ne? Wenn das 1000. Also sagen wir, 1000 Arrows wegen Serena würde machen. Schauen wir gerade mal. Mit 14, das heißt 2 überleben. Ne, mit Rocks and Leftovers überlebe potenziell 2000 Arrows nicht. Ich könnte jetzt in einfach mein Thunderous sacken. Schauen, was er sich lockt. Dann in. Hier dem. In der Outreach gehe ich in mein Lucario. Ja, ich glaube, ich muss das machen. Oder ich gehe in dich, weil er jetzt 1000 Arrows gehen muss. Wenn er mich killt hat, dann kann er mit Outrage sweepen. Dann kann er nicht, weil ich noch Lucario habe. Dann kann er mit 1000 Arrows sweepen, wenn er mich jetzt killt. Ich spiele safe. Wir spielen safe. Ich sag Thunderous jetzt hier. Zwingen potenziell für den 1000 Arrows jetzt hier zu gehen. Falls das tut, kann ich in Serena gehen, Synthesis drücken, was dann auch erlaubt mir einen Outrage tanke. Ja, das sind 1000 Arrows. Das heißt, ich kann jetzt in Serena gehen und einfach Power Whip drücken. Weil Power Whip killt auf jeden Fall den Doggo. Und es tut auf jeden Fall Slowbro. Jetzt nur die Frage, ob wir halt hitten. Natürlich nur die Frage, ob wir hier hitten. Und wenn er danach dann, nachdem ich dann entweder den gekillt habe oder Slowbro, ist ja halt die Frage, ob wir. Ich muss ja halt die Power Whips hitten, das ist jetzt die Frage. Das ist die Frage, ob ich die Power Whips hier hitten kann. Ich habe schon Megahorn gemisst, ich habe auch 2 Vogelsblast gehittet, also insgesamt könnte es wieder Zeit werden für einen Mist, deswegen ist es jetzt scary, ist Match, auf jeden Fall ein spannendes Match hier. Aber in der Theorie, wenn die Prozentchancen wirklich so spielen, wie sie in meinem Favor sind, dann sollte das ein GG sein, aber wir wissen alle, das ist Pokémon. Okay, Switch auf jeden Fall schon mal raus. Geht in Fire Blast. Und Power Whip sollte ihn tweeten auf jeden Fall. Da ist die erste Power Whip. Jo, das macht easy genug. Da brauche ich noch nicht mal für noch einen Power-Up-Mist zu gehen, potenziell. Wenn ich für einen Knock-Off gehen sollte, dann ist aber auch sein Doggo in Vacuum-Rave-Range, oder? Selbst wenn er da jetzt... Warte mal, ich gerade nochmal... Nicht, wenn er jetzt, dass ich jetzt für Knock-Off gehe und irgendwie noch verlieren kann, tatsächlich. Serena. Knock-Off gegen Zygarde würde... Ja, der bringt ihn in Vacuum-Rave-Range. Deswegen gehe ich einfach für Knock-Off-Safe. Kill damit entweder jetzt das Ding oder bring danach den Doggo in Range. Weil ohne den Band killt er mich auch nicht mehr mit Outrage, glaube ich dann. Wenn ich den Band loswerde, kann er mich auch nicht mehr mit Outrage killen gegen mein Serena. Deswegen sieht's nach GG jetzt aus. Nice. Okay, cool. Also ich bin für eine Menge Moves gegangen, die gemisst könnten. Und einer ist gemisst, was wehgetan hat, aber danach hat alles weitere gehittet. Deswegen insgesamt auf jeden Fall gut, dass da das alles so geklappt hat, wie ich wollte. Aber ja, ich kann jetzt einfach safe für Knockoff gehen. Weil selbst nach Regenerator. Danach kann mich das Ding nicht killen, außer mit einem Crit potenziell. Ja, ich switch nochmal raus in sein Doggo. Doggo ist nach dem Knockoff auf jeden Fall in Range. Da ist der Knockoff. Wenn ohne Band kann er mich auch nicht mehr wieder. Da ist der Choice Band los. So, und jetzt ein Adamant ohne Choice Band Outrage. Macht das überhaupt genug gegen meinen Serena? Macht maximal 204 Damage. Wir sind über 204. Das heißt, ich kann jetzt hier einfach nochmal für einen Knockoff gehen. Brauche hier gar keine Misses zu chancen. Knockoff würde auch genug gegen Slowbro hier machen, weil er hat ja noch ein Item. Außer er hat von Anfang an kein Item gehabt. Das könnte natürlich sein. Weil es gegen einen jetzt nicht Max Fistef Slowbro würde. Selbst gegen Fistef Slowbro würde es 37% machen. Das heißt, genug für den Generator. Ich glaube, wir sind hier in Checkmate. Außer er crittet mich jetzt mit Outrage. Aber selbst dann ist ein Outrage gelockt. Ich kann in Com 1 mit Lucario gehen und dann sweepen. Weil ein Plus One Shadow Ball ist auch gegen AV Dings enough. So, da geht er für Outrage. Also ich glaube, ist es hier safe. Da ist Outrage, der killt uns nicht. Wir gehen Knockoff. Killen das Ding. Nice, Doggo ist down.
Und wie gesagt, Slowbro sollte nicht in der Lage sein, hier einen Knockoff zu überleben. Plus dann nochmal eine Shadow Ball von meinem Lucario, weil wie gesagt, ich erwarte hier 100%, dass der EV ist. Jo. Deswegen, safer Knockoff sollte das Ding hier killen. Selbst nach Adrenaline. Selbst wenn er jetzt tatsächlich Slackoff haben sollte, dann muss ich nochmal für Power Edge gehen. Dann muss ich jetzt, wenn ich jetzt für Knockoff gehe, erlebt das und geht für Slackoff oder so, dann muss ich danach noch. Dann wird es nochmal scary wegen Power Edge hitten. Damit nochmal Scary Wing Power Whips hitten. Aber sonst prinzipiell muss ich es erstmal hier nicht risken. Das ist der Knockoff und er killt auch. Slowbro, nice. GG. Das war ein 2-0 Sieg. Serena for sure MVP hier im Late Game. Serena einfach super nice und Escavalier natürlich zum Wallbreaken auch super stark. Sogar ein 3-0? Hab ich nochmal einen übrig gehabt? Habe ich nicht Thunderous gesackt am Ende? Hatte mir 3 Bälle angezeigt, ne? Wer hat denn noch am Ende noch gelebt? Wer hat denn hier am Ende noch gelebt? Ich habe keine Ahnung. Lucario und Serena haben am Ende noch gelebt, oder? Sonst keiner. Naja, ich werde jetzt nochmal reingucken. Also vielleicht war es ein 3-0-Sieg sogar. Ich bin jetzt von 2-0 ausgegangen. Aber vielleicht sind meine Augen auch einfach doof. Aber ja, natürlich ein sehr spannendes Game jetzt. Super scary, dass ich da nochmal alles wirklich getroffen habe im Late Game. Hätte auch nochmal daneben gehen können. Aber das alles von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es das getan hat, lasst natürlich ein Like und ein Abonnement und einen Kommentar. Schaut natürlich die gegnerische Seite des Matches an. Aber ich sehe euch beim nächsten Mal. Ciao.